Shut up, John. Hallo Kartoffelfreunde und willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Ich habe mir mal ausgedacht, dass ich ein bisschen, beziehungsweise ich habe in letzter Zeit Syndicate Games für mich entdeckt. Das ist, für alle, die das nicht kennen, ich spiele das auf Multicube. Und das ist ein One oder 1 gegen 1 PvP-Spiel. Und es ist eigentlich fast genauso aufgebaut wie, Survival Games, genau. Und ja, ich habe das in letzter Zeit sehr häufig gespielt und habe mir gedacht, komm, machst du einfach mal ein Format draus. Und zwar wird mein Ziel sein, das heißt, ich werde Speed the Streak nennen. Auf jeden Fall. Und scheiße. Oh, fickt euch. Ich werde Speed the Streak nennen. Und zwar versuche ich immer, neue Killstreaks zu erlangen. Nennen wir es mal so. Und dann muss ich hier gerade ultra konzentrieren, um vor dem Typen mitzunehmen. So, ich werde es Beat the Streak nennen, weil hier wird einem immer die aktuelle Dingenszahl angezeigt. Hier Winstreak wäre hier angezeigt. Und ja, ich werde einfach immer versuchen, diese Streak sozusagen am Leben zu erhalten, am Leben zu erhalten und zu erhöhen. Und zwar werde ich auch gegen andere YouTuber antreten und zwar. Gut, fängt gut an. Das ist, würde ich mal sagen, der Vorführeffekt. So, weiter geht's. Das war eben der Vorführeffekt. Und das Gute ist halt daran, man kann halt auch gegen andere YouTuber spielen und man ist irgendwie nicht gebunden oder so, wie es halt bei meinem Hearthstone-Projekt ist. Da muss ich halt Quests abschließen und dann nochmal nebenbei gegen andere YouTuber beziehungsweise gegen den Micha spielen. Und das ist halt doof, weil man dabei nichts erreichen kann. Und hier ist es halt auch richtig cool, weil hier kannst du halt dich auch gegen Freunde antreten und deine Killstreak wird halt trotzdem, oder Winstreak wird halt trotzdem fortgeführt. Deswegen habe ich mir einfach gedacht, machst du daraus vielleicht ein ganzes Format. Und wenn es euch gefällt oder wenn ihr Interesse daran habt, dass ich es fortführe, gebt dem Video doch einfach einen Daumen hoch, wenn ihr das nicht verschreckt. Ich spiele in letzter Zeit immer auf der Insel, ich glaube, das heißt Floating Islands. Bin mir nicht sicher. Und die Map ist relativ klein. Ich glaube eigentlich alle Maps sind nur 1 gegen 1 sind klein. Das hoffe ich auch, weil ich habe keinen Bock mehr schon zurück zu rennen. So, das ist 3. Und ich weiß mittlerweile auch schon, wo alle Kisten sind. Ich habe eigentlich schon alles im Kopf hier. Deswegen spiele ich die auch am liebsten die Map, weil die eigentlich am übersichtlichsten ist und ich mich da am besten auskenne. Und mir bringt es einfach ultra Spaß, 1 gegen 1 zu machen, weil das ist halt das Gute hieran ist, hast halt nicht ein Problem, dass dir andauernd irgendwelche Survival Game Teams entgegenkommen und du hast einfach keine Chance gegen die. Ich weiß, dass ich nicht der beste PvPler bin. Und deswegen werde ich einfach auf dieses Format ausweichen, weil es mir am meisten Spaß bringt und ich halt, wie gesagt, nicht dieses Problem habe mit den Teams, die mich halt ultra abfangen. So, ich habe auch schon. Er ist runtergefallen. Wir haben mich. Ich glaube, er hat hier angefangen. Nein, er war drüben. Oh, ich verliebe mich, Treffe ich die Brücke? Dann ja, GG. Oh nein, okay, gut. Dann können wir es halt vergessen. Wenn er sich da jetzt verkämpft, haben wir Glück, weil dann werde ich ihn gleich tot. Brushen. Gut, Marcel. Mal wieder runter, hier ist noch eine Flasche, da ist noch ein Pfeil. Gucken wir doch einfach mal, ob er hier drüben ist. Er ist bestimmt direkt nach oben gesneakt, um ehrlich zu sein, glaube ich, das wird sein. Also ich werde auf jeden Fall immer mehrere Runden aufnehmen, um halt auch immer eine ganze Folge zu füllen. Wo bist du denn, Spassi? Okay, ist er wirklich nicht, ist direkt weiter gemacht. Oder hat sich mit einer Enderperle gerettet? Oder nicht? Scheiße. Gucken, ob er seine Enderperlen da wirklich rausgeholt hat. Ja, er hat sie.
Dann werde ich mich mal nach oben begeben, auf das Flugzeug und ganz oben bekomme ich auch noch eine andere Höhe. Ja. Also ich könnte mir auch unser Schwert dafür verzeihen, aber ich glaube ein paar immer mehr Enderperlen wären gar nicht mal so schlecht. Und wer es bis jetzt schon noch nicht bemerkt hat, ich habe mir jetzt werde mir jetzt angewöhnen, immer die Webcam dabei noch anzumachen. Einfach weil wegen ISO. Weil ich einen coolen Rahmen habe und ihn zeigen will. Weil es einfach so ein sicker Shit ist. Und keiner da so geil ist wie ich. So, einmal hier rüber. Einmal hier rauf. Und eine Enderperle da hoch. Zeig. Zeige die Zeit. Und hier ist die Enderperle. Hier oben war. Ne, hier war kein Truhe mehr. Gucken wir doch mal, wo sich der King Amat so aufhält. Da ist er doch, oder? Ja. Hier so ein Leuchtbaum. Ah, das schaffen wir. Gut. So, Schwert rein. Und Level 5 raus. Und Bann 1. Wer braucht denn Bann 1? Wollt ihr mich verarschen? Bann ist doch eigentlich nur für... Oder ist es wirklich nur für ganz gut? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung von diesem Minecraft. Von dem ganzen Minecraft. Die Kisten werden außerdem regelmäßig in diesem Spielmodus aufgefüllt. Ich glaube, eine Runde geht 15 Minuten und so alle, ich glaube, 7 und 7 werden die aufgefüllt oder 6 und 6. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen. Schon. So, jetzt sind 10 Minuten rum und ich müsste irgendwie noch 1-2 Minuten warten und dann werden die wieder aufgefüllt. Oder werden die Kisten aufgefüllt. Na, wo bist du denn, Bruder? Okay, langsam mache ich mir Sorgen, nicht, dass hier was passiert. Nein, jetzt doch mal, Bro. Entschuldigung. So. Mir ist aufgefallen in den letzten Folgen, ich sage sehr oft so. Oh, da ist er. Wow. Echt ein Held. Warum springt er denn runter? Dann verliert er echt viel Leben. Zack. Und eins. Oh, dieses Fall langsam nervt. Hast du direkt hochgerannt? Boah, what the fuck? Wo ist er hingeflogen? Habt ihr das gesehen? Der ist gerade von... Hä? Boah. Ist er jetzt auf dem Dach? Ist er jetzt oben im Sneakdach? Nee. Der ist auf jeden Fall gerade ultra durch die Gegend geflogen. Voll der Kamikaze-Fuzzi. Oh, ein Kollege ist on. Der Search LP von der Minecraft Smash Folge von letztem Mal, genau. Wo ist denn der Typ hin, Mann? Ich glaub, du musst mir jetzt mal hier ein bisschen näher an die Kamera, ne? The Chest of the New Field. Okay, mal gucken, was wir da drin finden. Oh, zweites Eisen, jetzt brauchen wir nur noch einen Stick. Und ein Bogen wäre vielleicht mal gar nicht so schlecht. Und neue Enderperlen gibt's auch für uns. Zeig mir Weizen. Erfahrungsflasche. Kriegen wir gleich die Schärfe 1 oder so. Keine Zeit dafür. Los. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, aber ich habe schon einen kleinen Parcours, den ich immer schon am Anfang ablaufe, um dann die meisten Kisten in kürzester Zeit zu holen. Beziehungsweise ohne große Umwege. Die Schuhe haben mir noch gefehlt.
So, das ist gut. Dann packen wir das mal aus. Dann packen wir das mal aus. Und da. Nee, das ist das. Okay. Level 6 sind wir jetzt schon. Dann können wir gleich nochmal runtergehen und was anderes Schwerter sammeln. Vielleicht kriegen wir da was Sinnvolleres. Schiff ist eigentlich immer die beste Sache. Wenn ich hier jetzt einen Stick finde, dann liegt Gott uns. Oh, der war schon hier. Ja, der war schon hier oben. Da war einer vielleicht. Aber da weiß ich nicht, dass es da oben die anderen gibt. Da bin ich mir jetzt ganz sicher. Zack. 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 Und hoch mit uns. Oh, what? Kommt die auf? Nee, die kommt drüben wieder runter. Jetzt haben wir gleich 3 Enderperlen für den Scheiß hier gebraucht. So. Aber Enderperlen sind wichtig im PvP. Was hab ich? Der war schon hier oben. Okay, der ist doch nicht so blöd wie ich dachte. Da ist er. Jetzt holen wir uns das Schwein noch. Ja, und wir haben. Können wir irgendwo an? Der Typ rennt aber auch immer schneller. Haben wir hier, hat er hier unten die Enderperlen rausgewischt? Nein! So, noch 5 Minuten, die Kisten werden gleich noch einmal aufgefüllt. Also ich hatte erst einmal so ein langes Match. Da hat der Typ sich einfach mal ungefähr wirklich komplette Zeit versteckt. Und ich habe ihn einfach nicht gefunden und irgendwann kam er dann aus einer Ecke rauskochen mit einem Diamantschwert und Co. Und weil er sich alles zusammengefarmt hat. So ein Schwert und so ein und Haltbarkeit. Zack und springen. Wer sich wundert, was das Flackern hinter mir und neben mir ist, mein Fernseher läuft im Hintergrund. Ja, ich war wirklich zu faul, ihn auszuschalten. Aber ich hab ihn aber hier oben noch nicht. Oh, hier ist er gerade. Dann müssen wir jetzt direkt hinterher. Weil dann kriegen wir ihn. Hat er die. Na, er hat nicht getroffen. Oh nein. Na, ah, fuck. Oh, gerettet. Einfach mal in die Wand gebackt. Oh Gott, nein, nein, nein. Ja! Und gewonnen. Das war doch mal ein cooles Match. Und das war auch ganz gut spannend. Oh, puh. Da hat er auch nur noch einen Hit gefehlt, dann wäre er gestorben. Und ich habe einfach keinen Bogen und keinen Stick zusammen gekriegt. Naja, gut. Ja, wenn euch das Let's Play oder das neue Format gefällt, lasst mir doch einen Daumen oben. Hier ein Däumchen, der Träumchen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge The Evil Within oder irgendwas anderes. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert mich doch oder schaut bei meinen anderen Videos vorbei. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Kartoffelsalat und schlechte Unterhaltung.